Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, natürlich nochmal hier erstmal die Ankündigung. Ich bin immer noch in London, Leute. Und der nächste Stream, den gibt's am Donnerstag, kann ich euch jetzt schon ankündigen. Wir werden natürlich absolut eskalieren. UCL, alles mögliche andere rausballern. Ja, weil ich glaube, Top-Transfer ist, glaube ich, auch nicht mehr so lange da, wenn man das Ganze mal sieht. Genau, noch 4 Tage. Heißt, da können wir auch mal die letzten Packs alles rausballern, Spieler abholen, verkaufen, Münzen machen, alles Mögliche, wirklich. Packluck haben, ganz oberste Priorität, ist ja klar. Und ja, wird eine wilde Sache. Und wir werden ja heute jetzt schon richtig gut reinstarten können. Wir haben einen garantierten TOTW-Spieler am Start. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer es sein wird. Wir haben das TOTS wurde angekündigt. Da werde ich nochmal mein Team wählen. Also Leute, das ist sehr, sehr wild, Leute. Ich denke mal, wir gehen einfach mal rein. Wir gehen hier einfach rein. Ja, ich denke mal, das Team wählen werde ich vielleicht dann morgen eher machen und nicht heute. Ich muss auch ein bisschen Content-mäßig planen. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute die ganzen Packs öffnen. Morgen machen wir schön ein bisschen was wählen. Dann kann ich euch zeigen, wo ihr das Ganze macht. Und ja, dann bin ich nämlich auch bald wieder da. Ich bin nämlich am Dienstag, genau Dienstag bin ich wieder da, aus London zurück. Und ja, Leute, ich denke mal, wir gehen einfach mal rein. Wir gehen hier einfach mal rein, mal schauen, was uns EA so Schönes gibt. Mal gucken, so zack, Laternenfest, zack, kann ich dann wieder Gratis-Pack öffnen. Das darf ich nicht vergessen, denn ich möchte mir natürlich noch ein Mané abholen. Und ich habe so einen Laternenpunkt gekriegt, geil. Ich habe so einen Laternenpunkt bekommen, sehr, sehr geil. Lass einfach mal direkt öffnen. Ich habe beim letzten Mal nur Walkies hier draus bekommen. Nur Walkouts. Ey, wenn ich jetzt hier einfach so 90er ziehe, boah, das wäre schon geil. Das wäre schon sehr, sehr geil. Also jetzt hier marokkanische, algerische oder Kamerun-Flagge. Das wäre es jetzt komplett. Let's go. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Ey, ich kann jetzt nicht so viel rumschreien. Ich bin hier im Hotelzimmer. Egal. Ich gehe da jetzt sowas von rein. Komm, gönn einfach. Walkout, 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 Walkout. Kein Walkout. Kein Walkout. Ich habe beim letzten Mal 2 geöffnet und 2 Walkouts. Und hier einfach nichts gezogen. Schade. Das kann er nicht immer gönnen. Aber trotzdem. Weiß ich jetzt nicht so. Ich kann jetzt eins hiervon öffnen. Da habe ich vielleicht einen Walkout drin und dann kann ich nämlich noch, habe ich dann glaube ich TOTW-Countdown, kriege ich nämlich auch mal noch was zurück. Sehr, sehr geil, dann kann ich noch einen 80 plus garantierten Startspieler holen. Alter, bei Son und Neymar, die es ja diesmal gibt, oh, das sieht schon schmackhaft aus. Das sieht schon schmackhaft aus, Leute. Let's go, komm, ich bin gespannt. Leute, ruhig, wir gehen rein, kurz hinschauen und let's go, komm. Ey, wenn jetzt hier schon ein Walkout drin wäre, wäre natürlich auch geil. Wenn jetzt hier schon direkt ein Walkout wäre, komm und wir ziehen. Walkout! Walkout! Gönn! Gönn, 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 gönn! Oh, ist es gut? Torwart, nicht gut. Everton, Pickford. Nee. Doch, Pickford. Pickford ist richtig. Okay, nicht garantiert ein Pickford und ein TOTW-Starterpunkt. Ist machbar. Nehme ich mit. Jordan, Pickford ist gut. Auch wenn Everton wahrscheinlich absteigen wird. Oder werden sie absteigen? Ich weiß es nicht. Aber sie waren ja nicht so gut in der letzten Zeit. Eieiei, okay. Pickford nehme ich mit. Nicht garantierter 84er. Ist schon mal ganz gut. Ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6 beste. Ja. Genau die goldene Mitte gewesen. Krass. Okay, aber jetzt hier, komm. Ey, komm jetzt. Ey, südkoreanische oder brasilianische Flagge. Gestern hat mich brasilianische Flagge komplett gebrochen. Komm schon. Aber Südkorea kann es nur einmal geben. Auch Italien kann es mehrmals geben. Und Spanien auch. Das will ich eigentlich gar nicht sehen. Oh, und natürlich Brasilien gibt es ja auch zweimal. Gönn. Puh, komm schon. Komm schon. Gönn jetzt einfach eine gute Flagge. Gönn eine gute Flagge. Gönn, 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 gönn. Let's go. Let's go. Let's go. Bitte, 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 bitte. EA. EA gönnt. Es ist Gerhard. Oder? Es ist Gerhard? Ja, es ist Gerhard. Da hat EA nicht gegönnt. Ja, was? Wieso hat der, wieso kostet er so viel? Hilfe? Wieso kostet denn der 370.000? Meine Güte, da hat ja gerade eben ein Pickford weniger gekostet. Was ist denn da der Grund dafür? Meine Güte. Wer hätte das gedacht? Krass, der ist ja wirklich noch was wert. Wo haben wir ihn? Hier. Wieso ist der so viel wert? Lol. Gerhard, was ist da denn los? Oder ist es einfach nur ein Bug? Es ist ein Bug. Okay.
Es ist ein Bug, aber ich kann ihn raufstellen. Na, ich kann warten. Nee, ich warte damit. Ich warte damit, aber das ist... Okay, ich dachte schon, hä, wieso? Aber es ist ein Bug. Perfekt, Leute. Perfekt, EA mal hier wieder. Super am Start. So, oh, Wochenboni kriege ich auch. Was kriege ich denn da im Star Pass? Ich weiß, ich bin Star Pass nicht so weit. Zur Not muss ich mir dann was kaufen insgesamt. Das wäre natürlich nicht so geil, aber... ich habe eigentlich jeden Tag gespielt, auch im Urlaub. Ist die Frage, was kriege ich jetzt eigentlich davon? 80 plus Spieler. Okay, 70 plus Spieler gönne ich mir jetzt einfach mal. Let's go. 70 plus Spieler nimmt man mit. Schade, leider kein Walkie, aber nur ein 70er. Okay, jetzt 280 plus Spieler. Komm, das muss jetzt was sein. EA, das muss was sein. Komm schon. Durchatmen. Bitte Walkout. Bitte gönnt jetzt einfach ein Walkout, EA. Bitte einfach ein Walkout. Walkout, Walkout, Walkout. Kein Walkout. Es ist nicht mal ein Walkout. Es ist nicht mal ein Walkout. Und dahinter nochmal ein 82er. West Ham Areola. Meine Güte. 282er. Schmutz. Das ist absolut nicht geil. Meine Güte. Und okay, immerhin kriege ich nochmal hier solche Gruppenpunkte. Die sind gut. Kann ich mal ein 84 Plus Pack öffnen. Aber sonst, eieiei, ganz schwierige Sache. Ich bin jetzt 70. Das ganze Ding geht noch 18 Tage. Boah, das wird schwierig. Das wird ganz, ganz schwierig, wenn man das sich mal überlegt. Na gut, aber ich kriege ja hier noch mit den Quests und sowas. Also es ist machbar auf jeden Fall. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mehr spiele, sollte ich das auch hinkriegen. So, let's go. Ich habe jetzt hier noch ein Packy. Let's go. Ich gehe mal hier rein. 100.000. Nicht 100.000, aber 100 Punkte habe ich da. Vielleicht gibt es ja sogar mal was Gutes hier. Das Beste war ein 88er Burn. Also, man weiß nicht. Beim letzten Mal habe ich immer nur so 86, 85 gezogen. Aber jetzt hier Brasilien oder Spanien sehen. Das wäre heftig. Kann Brasilien mich brechen? Brasilien kann mich in diesem Falle nicht brechen. Auch Spanien kann mich nicht brechen. Okay, krass. Krass, krass, krass. Da gehen wir jetzt rein. Bin ich gespannt. Durchatmen, Leute. Wir gehen rein. Komm, gönn jetzt einfach eine gute Flagge. Gönn eine gute Flagge. Spanien. Brasilien. Nein. Och, und es ist so ein 85er, 86er. Stadrem, den habe ich, glaube ich, schon mal gezogen. Cajus, den habe ich schon mal gezogen, ja. Oh, lost. So lost einfach. So lost. Eieiei. Na gut, zack, hier rein damit. Freischalten, bestätigen. Wie viel habe ich jetzt davon? 100 Stück habe ich, okay. Damit lässt sich auf jeden Fall irgendwas anstellen. Mal gucken, was ich da insgesamt machen werde. Mit Aubameyang werde ich dann bestimmt auch nochmal raufgehen. Komm, für Aubameyang noch einmal verhandeln. Let's go, komm. Gönn. Ey, das wäre jetzt so krank, aber ich glaube, die Chance liegt bei 2% oder so. Komm schon. Durchatmen. Ey, wenn jetzt ein Walkout kommt. Nein, kommt nicht. Abgelehnt. Schade, Clubpunkte, Verhandlungspunkte. Egal, Leute, egal. Ich gehe da weiter drauf, ich sag's euch. Das wird noch was, ich weiß es nicht. Ob sowas wird, ist die Frage, aber es ist okay. Ich hätte jetzt auch nicht mit mehr gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. So, 70 plus Spieler, was gibt's da Schönes? Ein Walkie? Okay, nee, ein 64er. Lepasa, alles klar. Perfekt. Okay, und das weiter geht es für mich erstmal nicht. Komme ich hier hinter noch? Vielleicht, mal gucken. Kriege ich Okocha erstmal nicht. Schade eigentlich. So, das heißt, wir gehen weiter. Wir gehen weiter in die Champions League, Leute. Let's go. Da habe ich auch nochmal was zu öffnen. Ich bin gespannt. Mal gucken, was da jetzt noch Schönes rauskommt. Ich werde wieder mal 500 Punkte rausballern. Und hier kann ich eins rausballern. Okay, komm. Zack, das können wir schnell öffnen. Ist sowieso kein Walkout drin. Weil ungarantiert kriegt man hier sowieso nichts. So, dann gehen wir in Hauptkapitel rein. Da habe ich jetzt diesmal wie viele Punkte? Viele, 1185 mal wieder. Es geht so schnell mit diesen Punkten. Und zack, wieder drei auf einmal öffnen. Let's go. Und vielleicht hat man ja sogar Glück und kann was Gutes ziehen. Zur Not auch einen guten Base-Spieler. Aber leider keine Walkouts hier. Und was sind die Base-Spieler? 65er. Okay, ich kann ihn auch super reintrainieren, auch die vom letzten Mal. Ist halt super, um Spieler zu bekommen, die man dann später reintrainieren oder irgendwo wegtrainieren kann. Wieder nichts und wieder Skillies drin. Oh, wieder nur 260er Spieler, meine Güte. Komm schon. Gönn. Oh, schade.
Schade, schade. Ich denke mal, bis 500 würde ich runter öffnen. Und dann würde ich mal wieder ein bisschen was sparen. Weil es gibt ja dann bald den Livestream. Jawohl. Oh, jetzt sind nur Spieler hinter. Komm schon. Ah, schade. Schade, schade, schade. Komm schon, gönn doch mal was Gutes hier. Gönn doch mal einen Walkout. Ich habe ewig keinen Walkout mehr hier rausgezogen. Weil ihr ja auch einfach Schmutz hier draus gemacht hat aus diesen Packs. Irgendwie haben sie einfach komplett alles verändert. Oder das natürlich nicht zum Positiven. Muss man hier ganz ehrlich sagen. Komm schon. Oh, und wieder nichts. Ah, nochmal einen guten... Wow, oh, 78er Bentancur. Okay, krass. Bin ich einmal in London, ziehe ich hier einen Londoner. Also einen, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht Londoner, aber hier einen Tottenhammer. Aus dem Wembley Stadium. Komm, gönn. Gönn. Oh, wieder nichts. Und dahinter... Ja, 81er. Okay, aber trotzdem nichts wert. Fast genauso viel wert wie der 79er gerade eben. Trotzdem, okay. Packluck ist noch in irgendeiner Form da. Krass. Hätte ich jetzt nicht mehr so für möglich gehalten. Egal. So, zack. Gehen wir mal rein. Komm, gönn nochmal, gönn nochmal, gönn nochmal, gönn nochmal. Und ein Walkout. Kein Walkout. 80er Spieler dahinter. Leider nicht. Und wir haben noch, komm, eins öffne ich noch. Okay, habe ich knapp unter 500. Egal. Das ist es mir jetzt mal wert. Und da ist sowieso nichts drin. Ja, perfekt. Ja, super Münzen waren drin. 6500 habe ich jetzt davon. Wo habe ich jetzt eigentlich geöffnet? Bei Roussillon. Wo war Roussillon? War der E bis F? Der war hier. Ah ja, genau, hier war er. Komm, 84 Plus Pack. Gönn einfach was Gutes. Aber ich ziehe so safe jetzt hier irgendwelche 84er, die kein Mensch mehr braucht. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Let's go. Durch, aber ich denke mal, ich werde nur eins öffnen. Nur eins öffnen. Dafür dann fürs nächste Video aufheben. Komm, gönn jetzt irgendwas Gutes. Gönn jetzt irgendwas Gutes. Kroatien, ZM. Wer bist du? Rakitic, ich dachte schon Modric, aber Rakitic 88 ist okay. 88 Rakitic ist in Ordnung. Ja, wie komme ich auf Modric? Ja, mein, ja gut, Modric spielt bei Real. Also, huch, so Markt. Was gibt's da jetzt eigentlich? Ich habe ja so viele Spieler. Kann ich jemanden jetzt verkaufen? Rakitic, komm. Rakitic, wie viel bist du? Bei wie viel bist du gerade? Ah, der wird sinken. Ich kann den trotzdem mal aufstellen. Mal gucken, was passiert. 420. Nee, komm. Da war. Ah. Komm, 420 rauf damit. Vielleicht geht er ja raus. Mal schauen. So, sonst den Rest hier. Mal gucken, muss ich auch immer nochmal alles schön verkaufen. Ist sowieso leider nicht mehr so viel wert. Genau, den Rest hier ist auch ganz gut für die ganzen Umtauschteile, die es hier noch gibt. Für die ganzen Token, Punkte, was auch immer. Ich glaube, die müssten jetzt eigentlich alle neu sein. Müssten neu sein. Sind noch nicht neu. Okay, in 3 Stunden. Perfekt. In 3 Stunden werden die sich dann wieder gegönnt. Habe ich genügend Spieler da für den Umtausch? Perfekt. Und dann läuft hier der Hase. Was gibt's hier eigentlich genau? Das ist ja wirklich krank, was man hier für Schweinsteiger braucht. Das haben wir uns aber auch gestern schon mal angeschaut. Also Leute, hier nochmal. Ja genau, Team of the Season. Das TOTS wird bald kommen. Das ist jetzt hier erstmal nur für die Konsole. Das normale in FIFA Mobile wird dann wahrscheinlich kommen in 1 bis 2 Wochen Verspätung, also später als das hier. Man kann es jetzt schon wählen, aber ja, wir werden einfach mal schauen. Also hier haben schon verschiedene Leute hier reingeballert, was sie gewählt haben. Ich werde, wie schon gesagt, ich werde das erst morgen machen, meine Wahl. Und genau, das ist eine ganz wilde Sache, Leute. Es ist eine ganz, ganz wilde Sache. Auf der Konsole fängt es schon morgen an. Das ist schon ziemlich krass. Also, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon an dem Tag. Hier ist genau die Card Prediction und auch schon die ersten, ja, Nomine, Community, alles Mögliche. Gibt's schon, kann man sich die ganzen Teams zusammenstellen. Einfach, wenn ihr schon Bock habt, das vorab zu machen und wenn ihr nicht länger warten wollt auf das Video für morgen, dann könnt ihr es einfach machen. Schaut einfach bei EA Twitter, FIFA rein und da könnt ihr das schon machen. Einfach zack auf die Links klicken. Ich mache das morgen gemeinsam mit euch und das heißt, Leute, wir sehen uns auch, denke ich, dann einfach morgen wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.